Hallo, ich bin Wolf-Dieter Stoll, bin Ethnobotaniker, Kulturanthropologe. In meinem Vortrag, da geht es um das Herz, unsere Mitte. Nicht nur um Herzprobleme, Herzmedizin, sondern um das Herz allgemein im kulturellen Kontext. Wenn euch mal ein Vortrag interessiert oder weitere Sachen, meine Bücher, und so weiter, dann schaut mal rein bei www.storl.de und da findet ihr alle Termine und mein Blog und so weiter. Einen wunderschönen guten Abend, werte Gäste hier im Dornier-Museum. Ich darf Sie ganz recht herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Bertolt Porath, ich bin Direktor hier im Haus. Und es freut uns natürlich, dass Sie in so großer Zahl hierher ins Dornier-Museum gekommen sind. Vielleicht noch zum Haus selber. Das Haus wurde 2009 eröffnet. Es ist natürlich ein Museum, das die Geschichte von Dornier widerspiegelt, über uns die Museumsbox. Und ein bisschen Werbung muss sein, wenn Sie also an Ostern Zeit haben. Besuchen Sie uns, ganz toll ist auch die Terrasse draußen, wo der Zeppelin rauf und runter geht. Wir haben ein tolles Osterprogramm. Es sind immer ehemalige Ingenieure hier, sogenannte Cicerone, die den Kindern auch beibringen, wie ein Flugzeug fliegt. Also nutzen Sie Ostern oder die Osterferien, besuchen Sie uns, wir freuen uns. Doch nun zu unserem Vortrag. Dr. Wolf-Dieter Stoll und Flugzeuge. Wie geht das? Ja, das war die Frage von Frau Stoll, als ich im Allgäu war. Wir haben uns kennengelernt und wir haben uns unterhalten. Und es war mir wichtig, dieses Haus bekannt zu machen als das Haus der Pioniere. Und ich denke, wir sind uns einig, einer dieser Pioniere ist Dr. Wolf-Dieter Stoll auf seinem speziellen Gebiet. Auch er meinte kurzfristig, naja, zwischen lauter Flugzeugen, wir werden es versuchen. Aber ich denke, Sie geben uns recht, Sie sind in großer Anzahl gekommen und darum freut es mich heute ganz besonders, Herrn Dr. Stoll zu begrüßen. Bevor ich Ihnen ein frohes Osterfest wünsche und ruhig bin, noch ganz kurz. Diese Ohren über mir sind keine Osterhasenohren, es ist von einem Flugzeug der Propeller. Aber wir haben gesagt, heute sind es die Ohren eines Osterhasen. Ihnen also gute Unterhaltung und begrüßen Sie mit mir Dr. Wolf-Dieter Stoll. Dankeschön. Hallo, vielen Dank. So, Flugzeug. Heute ist Gründonnerstag. Ich muss mich erst mal hier an das gewöhnen. Diese Technik. Heute ist Gründonnerstag. Wissen Sie das? Ja, am Gründonnerstag durfte man eigentlich nie arbeiten. Es ist ein heiliger Tag, Gründonnerstag. Man durfte kein Brot backen, Wäsche aufhängen, schlachten und so weiter, sonst verdirbt das Wetter, heißt es. Der Mann im Mond, der ist da oben im Mond und muss ein Bündel Holz tragen, weil er am Gründonnerstag, einige sagen, einen Besen gebunden hatte, andere sagen, er hat Reisig gesammelt. Es ist interessant, der Mann im Mond ist eigentlich ganz uralt, ist eine altgermanische Vorstellung. Im Englisch kennt man den als Man in the Moon oder Man on the Moon. Was hat das damit auf sich mit dem Mann auf dem Mond? Ja, er hat sozusagen, wenn man die Mythologie dahinter kennt, er hat das ganze Wasser des Mondes an die Erde abgegeben. Deswegen sagt man, ist der Mond so staubig und so
und er trägt trockenes Holz. Also, das ist das. Heute ist übrigens auch ein guter Tag, den Acker zu bestellen oder einen Garten umzugraben. Da kriegt man die grüne Kraft, also nicht die von Joschka Fischer, da kann ich verzichten drauf. Aber die so richtig die Naturkraft. Heute ist ein Tag, wo man grüne Kräuter sammelt. Haben Sie das gemacht? Grüne Suppen oder grüne Speisen isst. Ja, es gibt einige hier. Heute sammelt man die Wildkräuter, die Salate für Blutreinigungskur. Und da kommen wir schon langsam an unser Thema. Also entschlackend, entgiftend, blutreinigend, hat man früher gesagt, ist einfach entschlackend. Das sind harntreibende Kräuter, das ist was sehr gut. Löwenzahn ist ganz wunderbar, nur hier unten in den Tropen merke ich, da ist es, da blüht er schon. Aber wo ich wohne, da ist er noch ganz frisch und gerade gestern kam die erste Blüte und hier habe ich gesehen, hier sind schon diese Pusteblumen dabei. Ja, und Suppe, grüne Suppe, Brennnesselsuppe, Girsch, Bärlauchsuppen, das ist was ganz Wunderbares, das reinigt den Körper und vieles, was mit Herz zu tun hat, hat zu tun auch mit der Ernährung und besonders viel mit dem Stress, unter dem wir leben und die Mangel an Zeit. Und wenn man sich überlegt, eigentlich gehört uns ja die Zeit. Und man könnte sich die Zeit nehmen und mal in die Wiese gehen und die Pflanzen in der Seele aufnehmen. Das tut sehr gut. Und dann spüren, wie wunderbar, dann die Wildpflanzen sammeln. Brennnesselsuppe ist ja sowas Herrliches. Das tut gut. Man nimmt sich Zeit. Das tut dem Herzen gut und auch die Vitamine und so weiter tun dem Herzen gut. Das ist so zum grünen Donnerstag. Und jetzt, ich ziehe mal lieber diese Jacke aus, es ist sehr warm hier. Oh, da steht eine Flasche Wein hier unten, das ist ja fein. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben. Eigentlich wollte ich ein Buch über Herz, Pflanzen schreiben, so enzyklopädiemäßig. Ich habe so viele, über die Jahre so viele Notizen gemacht, auch so ethnobotanische Sachen, was die Indianer machen damit, was die alten Kelten und Germanen damit machen, was die Kräutersammler im Mittelalter machen und ich wollte eins nach dem anderen die sogenannten Herzpflanzen machen, aber das Interessante ist, die Bücher haben ihre eigene Dynamik. Ich schreibe sie nicht, ich bin nur der Vermittler, sie werden geschrieben. Und deswegen habe ich das hier. Früher hat man ja mit einer Feder geschrieben, die weiße Feder, eine Schwanenfeder oder Gänsefeder, das waren ja Schamanenvögel. Die Schamanen sind ja nicht mit der ganzen Materie geflogen. Das ist jetzt in dem Zeitalter, das die Inder das Kali-Yuga nennen oder was die alten Griechen das Eisenzeitalter nennen, da nehmen wir all die Materie mit. Aber die Menschen konnten früher fliegen. Vielleicht haben sie auch das Erlebnis als Kind gehabt, dass sie geflogen sind. Man kann, das ist nicht Fantasie. Die Seele kann sich lösen und kann fliegen und kann schauen. Das habe ich dann immer wieder bei den Schamanenstudien bestätigt bekommen und bei den Indianern, wo ich war. Menschen können fliegen, gell? Und man kann auch mit diesen Federn kann man auch Inspirationen und Gedanken hereinziehen. Und wenn ich mir überlege, wie Goethe geschrieben hat, Goethe war ja nicht derjenige, den unsere Pauker und Lehrer uns einflößen und denken, oh mein Gott, also das haben wir gesagt, als wir in Amerika Shakespeare lernen mussten, oh Gott, Shakespeare, das ist schrecklich, so altes Englisch und das müsst ihr lernen und das müsst ihr auswendig lernen, also furchtbar. Ich habe dann Shakespeare-Bücher aus der Bibliothek geklaut und in der Scheune, das war in Ohio, haben wir Shakespeare gespielt. Aber
das war toll, so Shakespeare und diese verrückte alte Sprache und so weiter haben wir da gemacht. Übrigens, wir wussten auch nicht, ich wusste, weil ich aus Deutschland kam, aber die anderen wussten nicht, was ein Kuckuck ist. Ja, wir wussten es vielleicht, eine Kuckuckuhr hat der Großvater aus dem Krieg aus Europa mitgebracht. Oh ja, Kuckuck-Clock, das ist doch irgendwas aus The Black Forest oder aus der Schweiz. Und Kuckuck im Amerikanischen heißt verrückt. Kuckuck, Kuckuck, hey man, you're Kuckuck. Das heißt, da ist man ein bisschen närrisch. Eigentlich ist der Kuckuck ursprünglich ein Narr unter den Vögeln. Er ist sozusagen auch ein Schamane unter den Vögeln. Er ist auch war der Herold, der die Hochzeit des Sonnengottes mit der Tochter der Erde, mit der Blütengöttin ankündigte. Und wenn der Kuckuck rief, dann rief er zu dem Hochzeitsfest. Und das Hochzeitsfest war das Maienfest. Und da wurde dann der Maibaum aufgestellt. Also das sind solche Sachen. Und Goethe hat eine Feder genommen, keine Kuckucksfeder, sondern eine Gänsefeder und hat die Gedanken aus den hohen Regionen heruntergestrichen. Er hat nicht da gesessen, sondern hat seine Gedanken erlaufen und hat sie dann mit das Weiß und das Schwarz, mit schwarzer Tinte fixiert. Ist ja wunderbar. Das ist nicht so wie bei uns heutzutage, wo man da bastelt, wenn man schreibt. Seit ich einen Computer habe, kommt mir das auch so. Oder, ach, ich will lieber ein anderes Wort nehmen. Ah, ich verschiebe das und so weiter. Klingt besser. Aber er musste es so genau, wie es kam, reinkam, musste es geschrieben werden. Und da mussten die Inspirationen stimmen. Da konnte nicht gemogelt werden. Aber das nur so als Vorwort. Ja, ich wollte halt ein Buch über Herzpflanzen schreiben, über Pflanzen mit Herzglykosiden, so wie Maiglöckchen oder Fingerhut, die den Herzschlag anregen. Wenn das Herz müde wird, dann vertiefen sie und stärken den Herzschlag. Wahrscheinlich, und viele von diesen Glykosiden sind eigentlich Gifte, und wahrscheinlich tun sie das, regen den Herzschlag an, weil der Körper so ein bisschen Panik kriegt und er will diese Gifte herauspumpen. Und Fingerhut war so eines der ersten, Digitales, der gefunden wurde. Da kommen wir vielleicht noch zurück, ist interessant. Und dann die kreislaufanregenden Pflanzen oder Gewürze wie Ingwer, Gelbholz und so weiter. Die Blutdrucksenker, die den Blutdruck herunterbringen, Weißdorn, Lindenblüten, Mistel, Nachtkerzenöl, Knoblauch, alles interessante Pflanzen, die wollte ich auch mit reinnehmen. Blutdruckerhöher, es gibt Leute, die haben niedrigen Blutdruck, die wollen es erhöhen. Ja, da hilft dann das Meertäubel, die Ephedra, kennt ihr das? Ephedra, das wächst bei uns nicht, das wächst aber im Tessin. Und das ist so eine Art Urpflanze. Und die Mormonen kennen das sehr gut. Da gibt es in Amerika eine Meertäubelart, Ephedra-Art. Und die Mormonen waren ja eine Sekte, die alles ablehnte. Sämtliche Drogen wurden abgelehnt, die Regierung wurde abgelehnt, die bürgerlichen Normen wurden abgelehnt, es gab viel Weiberei und so weiter. Die wurden, der Führer der Gruppe, der Joe Smith, wurde dann auch erschossen und dann sind sie los ins Indianerland und Brigham Young hat sie dahin geführt und er war sterbenskrank und dann sahen sie ein Tal und da war ein See und da sagten sie, ist das verheißene Land, was in der Vision von Joseph Smith war? Ja, das ist es wohl. Und dann kamen sie runter und das war der Salzsee in Utah. Ja. Und auf jeden Fall haben die auch den Militärdienst abgelehnt und so weiter. Und sie haben alle Drogen abgelehnt. Machen wir ja auch. Aber für sie war auch Kaffee eine Droge, Tee eine Droge, Tabak eine Droge. Und was trinkt man dann, wenn man was Heißes haben will?
trinkt man Kräutertee, das ist keine Droge. Aber ein Kraut haben sie gefunden dort, und das war das Meertäubel. Und oh, da fühlt man sich scharf und gut. Und da ist man flott. Das ist nämlich ein natürliches Amphetamin, Speed. Und manchmal, wenn man so Missionare hat, die kommen ja immer zu zweit, schön angezogen mit der Bibel und Book of Mormon, das ist die dritte Revelation. Offenbarung, und die sind dann sehr flott im Denken, das ist meistens der Mormon Tea. Und das ist, das hat den Effekt, dass es den Blutdruck in die Höhe treibt. Ginster hat auch so etwas. Dann, wenn das Herz nicht gut funktioniert, dann kann es zur Herzinsuffizienz kommen, und könnte zu Wasseransammlungen kommen. Manchmal ist es, dass die Nieren nicht gut funktionieren, und es kommt zu diesen Wasseransammlungen, hat man früher Wassersucht genannt. Und da gibt es dann auch welche, die dazugehören. Das sind harntreibende Kräuterpflanzen wie der Löwenzahn und die Schafgarbe. Herzberuhigende Pflanzen, Herzgespann, das in den Gärten wächst, hier und da, in Kräutergärten. Baldrian, Schneeball, Gefäßtonika, die Gefäße straffen. Dazu gehört Rosskastanie, Ginkgo und so weiter. Und das wollte ich eben alles schreiben. Cholesterinsenker und dergleichen. Und dann fing ich eben an, und das Buch nahm dann seine eigene Dimension an. Ich wollte erst mal wissen, was für ein Bild vom Herzen haben die Menschen. Und es fing schon an beim Cholesterin. Das wird ja so verteufelt. Das ist ja ganz, ganz was Schlimmes. Cholesterin. Und da kam ich auf ein Buch, das ist der große Cholesterinschwindel. Diese ganze Cholesterinpanik, die wurde geschürt. Das war ein Brainstorming 1953 an der University of Michigan oder Minnesota, ich bin nicht ganz sicher. Und da kam man damit mit diesem Cholesterin, wie gefährlich das ist, weil das die Arterien blockiert, und dann gibt es keine gute Durchblutung, und dann kann es zu Herzinfarkten kommen und dergleichen. Und deswegen wurde propagiert, dass man keine Butter mehr isst, keine tierischen Fette, keine Butter mehr, sondern Margarine. Natürlich war die Margarineindustrie sehr interessiert, dass das rüberkam. Und die Pharmaindustrie, die hat mit Lipidsenkern im Ganzen Milliarden verdient. Das ist Lipidor von Pfizer oder Pfizer. 12,5. Ist das Millionen oder Milliarden? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Milliarden. Pro Jahr. Profit. Ist ja ganz toll. Und nun stellt sich heraus, das ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee. Denn erstmal ist Cholesterin lebenswichtig. Es wird von der Leber erzeugt, und es wird erzeugt, wenn wir nicht genug haben, erzeugt es etwas mehr. Und wenn wir Lipidsenker oder Cholesterinsenker nehmen, dann arbeitet die Leber, um noch mehr herzustellen. Diese Lipidsenker, sie spülen die fettlöslichen Vitamine, also Vitamin A und so weiter, aus dem Körper heraus. Wir brauchen Cholesterin. Und diese Unterscheidung Gutes und Böses, HDL und LDL, ist auch übertrieben. Wir brauchen Cholesterin für Osteoporose-Prophylaxe, damit die Knochen gut stark werden, für die Vitamin-D-Synthese. Das ist ja die einzige Vitamine, die wir im Körper selber synthetisieren können, und zwar im Sonnenlicht. Deswegen brauchen wir Sonne. Man hört ja immer wieder, wie gefährlich die Sonne ist.
Alle werden hier gewarnt. Ja, die Sonne, man soll sich mit Sonnencremen einschmieren. Ich sehe das am Strand. Die tun da, packen sich ein mit Sonnencreme, so Schutzfaktor bis 30 und besonders die Kinder. Nun hat man gesehen, die Haut ist ja auch ein Membran, der sehr viel aufnimmt. Man kann ja salben, man kann sehr viel Medizin als Salbe nehmen, weil es die Haut diese Dinge aufnimmt. Viele dieser Sonnenblocker werden aufgenommen und verbinden sich mit Eiweißen, mit Metaboliten, entstehen. Es ist gar nicht so gesund. Gesünder wäre es, einfach in die Sonne zu gehen, aber nicht, dass man da aus dem Büro, das ganze Jahr ist man im Büro drin und sieht aus wie so ein Camembert-Käse. Und dann geht man hin, Sonne, Strand, und liegt da und brutzelt, wie so Barbecue. Na, dann löst sich die Haut auf. Da wird man erstmal knallrot, merkt sie erst am Abend, kann nicht schlafen, und dann schält sich die Haut, meine ich. Das ist nicht gemeint. Aber wenn man so langsam sich an die Sonne gewöhnt, das ist etwas sehr Gutes. Wir brauchen die Sonne. Wir haben eine Evolution mit der Sonne. Wir sind ja nicht Fremdwesen auf der Erde. Wir sind ja nicht hier irgendwie von einem, vielleicht einige schon, aber von so einem anderen Stern oder Planeten her gebeamt und müssen uns vor allem schützen. Also so hat man, wir gehören zur Natur. Wir haben hunderte von Millionen Jahre Evolution hinter uns. Und als Menschen haben wir so 2-3 Millionen Jahre. Das ist eine ganz lange Zeit. Und die Urmenschen, die haben auch nicht Kleidung getragen. Die sind, wir sind die Sonne gewohnt, sie gehört zu uns und sie bringt uns Vitamin D, sie macht die Knochen stark. Im viktorianischen, wilhelminischen Zeitalter, da hatte man ja auch so ein bisschen Angst vor der Sonne und überhaupt vor Milch, die Milch wurde abgekocht. Die Kleidung verhüllte den Körper. Das meiste bei den bürgerlichen Leuten, die waren meistens im Haus und die waren oft sehr kränklich und bekamen Rachitis. Dies ist auch die englische Krankheit, weil da war es besonders schlimm. Die kriegen so O-Beine, weil sie nicht genug Sonnenlicht kriegen. Also Sonne ist gut. Und dann diese Propaganda heutzutage, die Sonne würde Hautkrebs verursachen. Oh, geht ja auch. Das ist aber auch ein Schwindel. Die Sonne verursacht keinen Hautkrebs. Da gibt es Studien, die zeigen, bei Seeleuten, die Oberdeck arbeiten, haben weniger Hautkrebs als die Unterdeck arbeiten. Am schlimmsten ist es bei U-Boot-Fahrern. Und Hautkrebs ist nicht unbedingt dort, wo die Sonne drauf gestrahlt hat, sondern ist, wo Kleidung getragen wurde. Man muss heutzutage sehr aufpassen, was wirklich Tatsache ist und was einfach Interessen dient. Wie macht man das als Laie? Gut, ja, meine Bücher lesen. Ja, Cholesterin, Vitamin-D-Synthese. Für uns ganz wichtig, weil in Nordeuropa, warum sind die Nordeuropäer so hellhäutig und haben sogar blaue Augen und helle Haare oft? Warum? Weil hier die nebelreichste und wolkenreichste Region der Erde ist. Und da versucht der Körper, das ist echte darwinistische Anpassung, da versucht der Körper, so viel aufzunehmen wie möglich. Umso weiter nach Süden man kommt, ist auch in Indien so. In Nordindien sind die Leute viel heller, im Süden sind sie dunkler, weil da die Sonne eben stärker ist. Das sind Anpassungen. Und wir brauchen die Sonne, aber nicht zu viel, aber wir brauchen die Sonne. Wir brauchen Cholesterin. Cholesterin ist gut für ist wesentlich bei der Fettverdauung, bei der Herstellung von Gallensäuren, Zellschutz, dass die Zellen fest sind und nicht zerfließen.
bei der Synthese von allen möglichen Hormonen ist Cholesterin wichtig. Also so, das habe ich dann gelernt. Also es ist Bestandteil der Zellmembrane, Vorstufe für viele Hormone und Vorläufer der Gallensäure, wichtig für die Verdauung. Das habe ich dann gelernt und so kam ich dann langsam in eine andere Dimension. Es war dann nicht nur ein Pflanzenbuch und so ist das Buch dann auch entstanden. Dann kam ich auf die alten Herzpflanzen. Das sind die Pflanzen, die man früher, wenn man da die alten Kräuterbücher sieht so, oder liest, von den alten Kräutermeistern oder wenn Hildegard von Bingen sagt, diese oder jene Pflanze ist gut für das Herz oder Paracelsus oder sogar Dioskorides, dann sind so Pflanzen erwähnt wie Baldrian oder Bärenpflanzen, Bärlauch, Bärwurz oder die sogenannten Cator Floris Cordialis, die vier Herzpflanzen, die ganz wichtig waren im Mittelalter, Boretsch, Waldmeister, Veilchen und Rose und die Linde, ganz ein starkes Herzmittel. Und da denkt man ja, was soll das? Die hatten eben noch nicht die analytischen Fähigkeiten, um die Wirkstoffe herauszufinden. Würde man meinen, das meint man heutzutage. Aber darum ging es nicht. Darum ging es nicht. Denn es gab, und das habe ich dann auch gefunden, es gab das, was wir Herzkrankheit nennen. Und wir, bei uns ist es in der westlichen Welt, in der industriellen Welt, stirbt die Hälfte an Herz-Kreislauf-Versagen. Also die Hälfte an Herz-Kreislauf-Versagen. Und das ist immer noch so. Die meisten Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Versagen. Also nicht Krebs, Diabetes und Alzheimer oder was es alles gibt. Herz-Kreislauf-Versagen ist die Haupttodesursache. Abgesehen von iatrogenen Ursachen, aber das wollen wir nicht erwähnen. Iatrogen, wissen Sie, was das ist? Iatros ist, das ist also von der Medizin, der offiziellen Ärztemedizin verursachte Todesfälle. Also ich will hier nichts gegen Ärzte sagen. Es ist auch nicht meine Idee. Ich war nämlich mal bei der ethnomedizinischen Tagung in oder Symposium-Konferenz in München und da kam ein, und das sind Ethnologen und Ärzte und Ethnomediziner, die dort sind und Schamanen, echte Heiler und so. Das war ganz interessant. Leider findet diese Tagung nicht mehr statt. Also ganz interessant an der Maximilian-Universität in München und zwar in der, fand statt in dieser Grube, wo die Anatomie, wo sie die Leichen sezierten. Also da war eine tolle Atmosphäre und wo man gegessen hat, da waren eingelegt in Formaldehyd, also alles verschiedene Missbildungen und Skelette von, und da hat man dann gegessen. Also es war so ein Voodoo-Ort. Ja, das war wirklich ein Voodoo-Ort. Da kann ich noch was erzählen, hat auch irgendwie mit Herz zu tun. Ich sollte da einen Vortrag halten über, ich weiß nicht was, Heilpflanzen bei den Ureuropäern oder sowas, weiß nicht mehr. Und ich sollte gerade kommen und kam rein und schaute und der letzte Redner war noch da und es war halb abgedunkelt und ich sah die Zuhörer in den Galerien und, zurückspulen. Ehe ich anfing, ging ich nochmal raus und da kam der Dr. Max Ammann, das ist der Gründer von so einer Heilschule in München. Alchemistisch Kräuterheilschule, ganz interessanter Mensch. Und der ist ein bisschen hellsichtig. Und den sah ich im Gang, ehe ich anfing zu reden, sah ich im Gang. Und da sagt er, hallo Wolf-Dieter, mich bringen Sie hier nicht wieder rein. Als ich das letzte Mal hier einen Vortrag hielt, kriegte ich eine Herzattacke, also einen Herzinfarkt. Und den mussten Sie tatsächlich ins Krankenhaus bringen. Und weißt du warum?
weil hier seit Kaisers Zeiten Leichen seziert werden und hier gibt es astrale Wesenheiten oder so Spektren, sind keine Geister, sondern sind so ein bisschen wie auf astraler Ebene Fliegen, die kommen, wenn irgendetwas verfault, sind astrale Wesen und sie saugen die letzte Energie von diesen Toten auf. Und ich dachte, gut. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen, tschüss. Und dann kam ich rein und da war abgedunkelt, wie ich sagte, und der Redner war noch vor mir und ich guckte noch mal so rum, da hatte ich schon hier so ein kleines Ding dran, damit man mich hört und so. Und dann guckte rein und ich muss beeinflusst gewesen sein oder er hat mir die Sichtweise geöffnet. Auf einmal sah ich so ein bisschen wie ihre Aura und diese Auren waren besetzt von allen möglichen eigenartigen Wesenheiten. Also richtig, da saß jemand und er sah aus wie so ein weißer Geist mit Schlitzaugen. Es war ein chinesischer Ethnomediziner, aber und dann dachte ich, mein Gott, das ist ja eigener. Und dann neben ihm, da war auch was. Und da guckte ich, und ich bin dann raus zu meinem Auto, habe schnell Beifuß geholt, das gehört auch mit zur Kräuterkunde, ein Beifuß und keine Linie Koks, das hätte es noch schlimmer gemacht. Also Beifuß, kampfartiger Duft, mir Beifuß in die Haare gesteckt, ich habe hier jetzt auch Sachen in den Haaren, weil ich hier drin nicht die Erdung verlieren will. Ich habe hier Gundelrebe, die macht ja, das ist ja eine Pflanze mit sehr vielen ätherischen Ölen, so wie Minze, und sie würde gerne in die Höhe gehen, aber sie bleibt immer kriechend, sie will immer die Erdverbindung haben. An jedem Knoten kann sie Wurzeln machen. Das ist der Gundermann, riecht wunderbar, so ein erdiges Gewürz. Was habe ich noch? Ich habe noch Hasel, und die Hasel hat man traditionell genommen, um in andere Dimensionen hineinzureichen. Deswegen hat man die Hasel als Wünschelrute, weil man hineinreichen kann in andere Dimensionen. Und was jetzt blüht hier, ist der Günsel. Der blaue Kirchturm heißt der, manchmal Kuckuck, weil der nur blüht, wenn der Kuckuck ruft. Und war der heiligen Katharina geweiht im Mittelalter. Und sie ist diejenige, die einen scharfen Geist hat. Sie wird mit dem Schwert und einem Buch abgebildet. Sie hat einen scharfen Geist. Sie ist die Schutzjungfrau. Es gab drei heilige Jungfrauen. Sie ist die Schutzjungfrau derjenigen, die mit Büchern und Worten zu tun haben. Das habe ich mir hier reingesteckt, damit ich hier nicht wegfliege. Okay. Aber zurück zu dem, da kam ich dann zurück und das hat sehr gut geholfen. Die Astralgeister waren da, aber die waren friedlich. Die hatten die ganze Konferenz vorher gestört. Die Leute waren unzufrieden, irgendwas war nicht richtig. Dann hat der Veranstalter gesagt, oder die Veranstaltungskomitee, als ich das erzählte, ja, da müssen wir unbedingt räuchern. Das sind Ethnomediziner, das sind also so Ethno, die haben Erfahrung bei anderen Völkern und bei Schamanen. Die Anatomen, die auch in dem Gebäude zu der Zeit waren, dachten, die hätten es mit Verrückten zu tun. Also was da manchmal für Leute da waren. Es muss geräuchert werden, und zwar vor jedem Konferenztag ganz früh am Morgen. Also 5:30 da sein, räuchern. Kannst du das machen, Wolf? Ich sage, ich könnte, aber 5:30? Da war so ein Studentenassistent und ich sagte, du, hier, ich gebe dir Wacholder und Beifuß und hier ist eine Räucherschale und dann nimm eine Feder und geh durch und räuche. Er hat nicht in Frage gestellt, ja, was soll das? Ist das Aberglaube? Nee, er war ja selber lange in Südamerika bei irgendwelchen Stämmen gewesen. Für ihn war das nicht das Problem. Also, ich kann das doch nicht. Ich bin doch nur ein armer Student. Ich kann doch nicht hier. Doch, du kannst das hier, mach das.
Und dann hat er alle möglichen Leute zusammengetrommelt und da war ein Indianer dabei mit seiner Frau, die war eine hellsichtige Medicine Woman. Und er hat dann geräuchert und er hat getrommelt und er hat die ganzen Astralspektren gefangen und hat sie konzentriert und dann mit einem magischen Pfeil weggeschossen. Und als ich dann um 11 Uhr dort ankam, ich dachte, das ist ja sauber hier, das ist ein spiritueller Meister proper war hier. Ja, das ist alles so Kräuterkunde, aber das ist... Da kommt man dann so in Dimensionen hinein, die eigentlich auch mit dem Thema zu tun haben. Die alten Herzpflanzen, ja, was war das? Warum war die Linde oder der Borretsch oder der Waldmeister, warum waren die so beliebt über Jahrhundert, beliebte Herzpflanzen? Das ist, weil es früher die funktionellen Herzkrankheiten, die wir heutzutage kennen, so Herzversagen, Kreislaufstörungen und so weiter, hat es eigentlich nicht gegeben. Die hat es nicht gegeben. Wenn jemand herzkrank war in der damaligen Zeit, dann war etwas mit seiner Mitte, mit seiner Seele nicht in Ordnung, mit seinem Herz, dann war er, wenn dieser Mensch hartherzig war, hat er ein verhärtetes Herz, ein kaltes Herz, wenn er stolz, gnadenlos, hochmütig und dergleichen. Das galt als herzkrank. Dagegen ein gesundes Herz ist warmherzig, ist gütig, ist fähig mitzufühlen, hat Mitleid. Kranke Herzen sind auch Herzen Angst, von Angst besessen. Das Wort Angst ist verwandt mit dem Wort Enge. Auch das Wort Angina hängt damit zusammen. Eng, eingeengt, eng. Und man lebt so eng und so eingeengt. Und das Herz kann nicht mit den kosmischen Rhythmen schwingen, kann nicht mit der Natur schwingen, das Herz kann nicht tanzen, kann nicht singen. Ein gesundes Herz ist beherzt, ein gesundes Herz hat Mut. Deswegen hat man diese Region auch als Löwe dargestellt. Oh, Heldenbrust, also das ist, wo das Herz ist, Le Cœur auf Französisch. Daher haben wir das Wort Courage. Courage heißt auf Deutsch einfach Mut. Und das ist, ein gesundes Herz hat Mut. Und wenn jemand keinen Mut hatte oder von Angst getrieben wurde, dann galt er als herzkrank. Oder ein krankes Herz ist lieblos, denn das Herz ist auch Sitz der Liebe. Liebe, deswegen wird die Liebe auch dargestellt als ein Herz. Und das sind dann diese Herzen, wie man so Schokoladenherzen hat oder am Valentinstag Herzen. Und da sagt dann ein modern geschulter, anatomisch geschulter, ja, das soll ein Herz sein. Das Herz sieht ja überhaupt nicht so aus. Also wenn ich meiner Freundin mein Herz schenken würde, dann würde ich ein Foto machen von einer Open-Heart-Operation. Und dann hat man diese Muskel, diesen kleinen 580 PS Motor, Naturwunder, und das schicke ich ihr. Nicht dieses, absurd. Ja, auch das, die Muskel war nicht gemeint, man hat auch das Herz nicht als Pumpe gesehen, sondern was gemeint war, war diese Mitte und dieses, das ist wie ein Springbrunnen, das dann zusammenkommt, das ist das Herz. Und einige Menschen haben so ein ganz, ganz winziges Herz, ganz klein. Und andere haben so ein großes Herz. Manche haben so ein großes Herz, das haut einen um. Es heißt auch immer, das Herz ist das Sitz des Göttlichen. Und wenn das Göttliche stark in der Seele ist oder im Herzen ist, dann kann der Mensch tatsächlich ohne Ideologie und ohne du musst das und politisch korrekt und so weiter, kann der Mensch wirklich die Welt umarmen.
Das ist das Herz. Es gibt Menschen, ich habe mal einen Mensch getroffen mit einem riesen Herz. Ich war in Südindien, musste mal hier entspannen und ich gehe gerne Wellen reiten. Das ist so wie eine Leidenschaft, Bodysurfen. Und da gab es eine in Südindien, gehe ich nicht mehr hin, da sind jetzt zu viele Touristen und es ist ziemlich schlimm. Aber da gab es einen wunderschönen Strand, Kovalam hieß der. Und da saß ich am Strand und da kam dann ein eher blasses Fräulein daher mit ganz dicker Brille und kam und setzte sich auch hin, stellte sich heraus, sie konnte auch Deutsch sprechen, die war aus Wien, war eine Frau Doktorin, Philosophin, hatte auch etwas geschrieben und so und sie haben wir uns unterhalten und dann sagte sie, ja, der Grund, dass sie da ist, sie wollte diese heilige Amma sehen. Ja, ich hatte Amma schon gesehen auf dem Bild. So eine wohlbeleibte, freundlich aussehende Frau, eine Guru-Frau. Und sie sagte, die hat ihren Ashram ganz in der Nähe hier, eine halbe Stunde mit der Rikscha, aber sie hat Angst. Sie hat Angst, dahin zu fahren, denn man weiß ja nicht, ob man überfallen wird. Und ich sage, die Inder, die sind so lieb. Keine Sorge, es wird nichts passieren. Sie können ohne weiteres eine Rikscha dahin nehmen. Na, ich getraue mich nicht. Ich sage, gut, ich fahre mit. Und da bin ich da mitgefahren zu dieser Amma. Und ich dachte, ja, das ist so ein kleines Ashram, so ja, Dutzend oder 20 Leutchen da, die da verbissen, Om Namah, Om Om Om, chanten und so weiter. Und ich kam hin, oh mein Gott, da waren an dem Tag 15.000. Und die waren alle, und die warteten alle auf Ammas Erscheinen. Und Amma umarmt jeden. Ich dachte, wie kann das sein? Und ich dachte, ja, ich bin ja hier Ethnologe, ich gehe da auch mal hin. Und das war so wie ein Fußballfeld und die waren in so Schleifen, dass man hintereinander ging. Und da habe ich mich angestellt. Ja, da waren junge, alte Europäer, Inder, Krüppel, Aussätzige, Gesunde. Also alles, die ganze Menschheit schien versammelt. Und man sah, und dann sah man, wie Amma auf die Bühne kam, die hat wie irrsinnig gelacht, so wie so ein göttliches Lachen. Ich dachte, die hat geguckt und gedacht, ach mein Gott, ist doch nicht möglich. Und ja, ich habe mich angestellt und dann ging es so schrittweise, nach 4,5 Stunden war es soweit. Und ich war ganz in der Nähe. Sie war umgeben von Devotees, Anhängerschaft, meistens Europäer, die waren schon überzeugt, dass sie schon die Eintrittskarte in den Himmel hatten. Die waren weiß gekleidet, ganz seriös und die haben Gangeswasser auf jeden, der da kam, gesprüht, um zu reinigen. Ich kriegte auch meine Gangesdusche und dann ging ich hin und dachte, ja, mal sehen, was das ist. Und ich sah diese Amma und es war wie, man kennt sie ewig, wie eine Geliebte. Und umarmt, hat mich umarmt und hat sie mir noch einen Kuss auf die Wange gegeben und ich bin da weggeflattert. Ich dachte, wie ist das möglich? Aber fast jeder, der da hingeht, hat dieses Erlebnis. Manchmal ist sie wie eine Mutter und sie umarmt ihre Kinder oder wie immer. Und ich dachte, wie kann sie das machen? Sie hat ein Riesenherz und das Herz, in ihrem Herz wohnt das Göttliche. Und sie zwingt sich nicht, die Menschen zu umarmen. Sie zwingt sich, oh, da kommt wieder so ein Aussätziger. Ha, der hat noch alle Finger dran, aber sie schaut durch die Persona hindurch. Durch die Persönlichkeit. Interessantes Wort, Persona. Persona ist aus dem Griechischen und heißt hindurch tönen. Das ist die Maske, die wir alle tragen. Das ist unsere gesellschaftliche Maske. Dazu gehört der sozial akzeptierte Gesichtsausdruck. Hey man, keep on smiling. What's wrong with you? You're not smiling. Ja, man muss lächeln, man muss immer freundlich sein oder was immer. Und wenn man da hier so man ist eben eine Persona und wir gehören auch die Kleidung dazu und alles Mögliche. Und sie schaut direkt durch ins Herz und sieht in jedem Herzen das Göttliche.
und freut sich so sehr. Ich darf Gott umarmen. Und sie umarmt das Göttliche in jedem. Sie umarmt Gott. Und sie ist ekstatisch und glücklich. Und sie umarmt jeden Tag tausende Menschen. Da hat jemand kürzlich gezählt und ist auf 30 Millionen Menschen gekommen, die sie umarmt hat. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Herz. Also in ihr, und man spürt in ihr, lebt das Göttliche im Herzen. Denn das Göttliche lebt im Herzen. Gegenteil davon ist so richtig hartherzig. Und böse Zauberer, die haben überhaupt kein Herz mehr. Herzlos, Herzlosigkeit gibt's auch. Gibt's im Märchen, sind voll davon. Russische Märchen, deutsche Märchen. Von dem Zauberer, der sein Herz versteckt hat, ist gar nicht in ihm. Da war ein Zauberer, der lebte im Wald, und da war eine junge Maid, die er so zwangsrekrutiert hat sozusagen, die musste da für ihn arbeiten. Und es war schrecklich. Eines Tages sagte sie, sie wollte wissen, ob er eine verwundbare Stelle hätte. Sie hat irgendeinen Bauernbursche getroffen, zufällig, den sie mochte, und ein junger Held. Und wäre so gerne mit ihm. Und sie fragte, ist da irgendeine Stelle, wo ich dich schützen sollte? Ich mache mir so eine Sorge, denn wenn du stirbst, Zauberer, dann bin ich ganz alleine im Wald und ausgeliefert. Er sagte, mach dir keine Sorgen um mich. Ich kann nicht sterben. Und dann erzählte er ihr nach einer Weile, wieso er nicht, das hat sie ihm rausgeholt, wieso er nicht sterben konnte. Ja, er hat sein Herz gar nicht in sich. Er hat es in einer Schachtel auf einer Insel, und diese Insel ist umgeben von einem Gewässer, und da schwimmen Krokodile und Drachen drin. Und da ist ein immer wachender Vogel, der das bewacht, und nie und nimmer würden sie sein Herz finden. Und deswegen kann er herzlos sein. Natürlich, wie die Geschichte in Wirklichkeit immer ausgeht, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen im Leben, egal wie mies alles aussieht. Das Göttliche wohnt sowieso im Herzen. Aber sie hat herausgefunden, und der junge Held findet das Herz und knackt das wie so eine Laus. Und das war das Ende des Zauberers. Ja, das Herz wurde nie als Pumpe gesehen. Im altägyptischen Herz ist Sitz der Seele. Die alten Ägypter, die haben ja von den Adligen und den Pharaonen, die haben sie einbalsamiert und haben alle Organe herausgenommen, aber das Herz wurde behalten, denn das Herz, das wurde nach dem Tode, wurde das Herz gefragt und gebogen. Ja. Für Aristoteles ist das Herz der Sitz der Vernunft im Sinne von Vernehmen, im Gegensatz zum Verstand. Im Kopf sitzt der Verstand, wir verstehen, aber Vernehmen ist eher etwas wie Wahrnehmen, Hören und so weiter. Deswegen heißt es, das Herz ist weiser als der Verstand. Für Paracelsus war das Herz Sitz der Seele. Das Herz war ein Wahrnehmungsorgan, für Rudolf Steiner auch, und es nimmt die kosmischen Impulse, die astralen Kräfte auf und übersetzt sie für den Menschen. Das Herz ist ein Wahrnehmungsorgan, das Herz ist sehr weise. In Indien ist es so, das Herz ist, bei der Erleuchtung, das Göttliche nimmt seinen Sitz auf den Lotus des Herzens.
Ihr kennt die Geschichte, wir sind alle jetzt von Indien sehr beeinflusst. Kundalini, ich war gerade vor kurzem, Kundalini, Tantra und solche Sachen habe ich nicht gemacht, aber gibt's Leute, die bleiben meistens an dem Muladhara-Chakra, Wurzel-Chakra kleben, denn da macht es Spaß. Der Sinn ist eigentlich in dem Indischen, dieses Chakra, das wie eine zusammengerollte Urkraft oder Schlange ist, die im Unterleib zu Hause ist, die zu wecken. Und indem sie weckt, geht sie so schlangenförmig das Rückgrat hoch und weckt die anderen Zentren im Körper, bis es dann zum Kopf kommt. Und das ist so wie die Urkraft. Und wenn sie in die Region des Nabels kommt, dann ist es auch, das ist Kraft, Autorität, Macht. Das ist so, wie man im Englischen sagt, Guts. Also das ist so der, man kann das so als Bierbauch mogeln. Also, aber man sieht die alten Fabrikbesitzer, die hatten dann immer so einen Schmerbauch. Auch eine Zigarre oder bei katholischen Prozessionen der Bischof meistens so und die anderen Priester sehr dünn und hager, die dann hinterherlaufen. Und es ist dieses Zentrum, es ist so wie Machtzentrum. Wenn die Kraft höher steigt und zum Herzen kommt, dann ist Mitgefühl möglich, denn das Herz ist unsere Mitte. Das ist auch der Sinn in der christlichen Ikone. Das ist eigentlich, das Kreuz ist der Mensch. Und das Wesentliche trifft sich in der Mitte. Und das ist Mitgefühl, Liebe. Denn mit hier wird der Mensch umarmt. Also beste Herztherapie. Liebe, Umarmung und so weiter, aber echt. Und dann geht es weiter zum Halschakra. Und da ist es, dass das Wort schöpferisch wird. Und das Wort wird schöpferisch und wird überzeugend. Es ist ein Zeugungsorgan, überzeugend. Und dann geht es höher und kommt an dieses Chakra, das Stirnchakra. Und das ist wie, da kann man dann das Göttliche sehen. Und dann, wenn die Kraft so stark ist, und hochsteigt bis in den Schädel, dann hat man so eine Art explodierender Schädel und dann ist man nicht mehr ein Ego, sondern man ist eins mit dem Kosmos. Und das wird dargestellt im Buddhismus. Bei dem Buddha, als er die Erleuchtung hatte, da ist also nicht physisch der Schädel explodiert, sondern die ganze Energie schoss darüber hinaus in lauter Wirbeln. Und was wir denken in der, wenn wir Buddha-Statuen sehen, diese Kräuseln auf seinem Kopf, das ist nicht das südafrikanische Pfefferkornhaar der Khoi Bushmänner oder Hottentotten, sondern das, und es ist keine Haarfrisur, sondern es stellt diese Energiekreise dar, die explodierende Schädel. Der Mensch wird makrokosmisch, er erkennt sein Wesen in allem. Und dann, wenn das geschehen ist, dann so in der indischen Mythologie, dann senkt sich dieses erleuchtete Göttliche und kommt in das Herzchakra, in das Lotus des Herzens und nimmt dort seinen Platz. Also das sind so Bilder, die gegeben werden in verschiedenen Religionen. Bei uns im Christentum ist es, da kommt der Heiland unerkannt, das ist auch ein ganz altes Motiv. Das gab es schon bei den Griechen, gab es bei den Germanen. Da kommt Odin und Baldur unerkannt durchs Land und die Leute sagen, hey, Penner, haut ab. Und ja, gut, und einige nehmen sie auf und öffnen die Tür. Oder im Griech kommt Zeus und Zeus und Hermes laufen da. Philemon und Baucis ist so eine Geschichte. So ein altes Liebespaar, gutes Paar, vielleicht auch ein Liebespaar, aber ein Liebespaar, die erkennen, sie lassen diese Fremden hinein und dann offenbaren diese Fremden ihre Göttlichkeit ihnen.
Und so auch im Christentum, da kommt der Heiland und klopft an die Herzenstür und wir haben die Freiheit, ihn reinzulassen oder nicht. Also solche Sachen sind eigentlich Herzmedizin. Das sind die alten Bilder vom Herzen, die alten Bilder vom Herzen oder Herz als Sitz Buddhas und so weiter. Herz als Ort, wie Hildegard von Bingen sagt, wo die Lebenskraft ist, wo die Seele sitzt. Und nun kommen wir zu, auf einmal kommen wir in eine neue Welt. Und zwar, das hat eine lange Vorlauf, bis es soweit war, aber in der Zeit der Aufklärung wurde auf einmal das Herz als eine Maschine, eine Pumpe gesehen. Der Körper war auf das Bild, war nicht, dass wir göttliche Wesen auf Erden sind, sondern dass wir eigentlich Maschinen sind. Das ist ein Bild, was wir immer noch haben. Das Bild der Maschine fing an, als man Mühlen und Uhren baute. Und das gab das Modell für ein neues Weltbild. Und es wurde so gedacht, also die Uhren, die werden dann aufgezogen und die ticken und so weiter. Und man dachte, Gott hat die Welt geschaffen wie ein Uhrenmacher. Er ist eigentlich ein Ingenieur, ein Maschinenbauer. Das ist die Zeitalter der Aufklärung. Er hat die Welt in seiner unendlichen Weisheit konstruiert wie eine Uhr und sie tickt jetzt. Und wenn sie aufhört zu ticken, hört dann die Welt auf und dann ist der jüngste Tag. Aber das, so hat man das gedacht. Und alles in dieser Maschine ist selber Maschine. Alle Tiere sind eigentlich Maschinen, aber in der göttlichen Weisheit gemacht. Und die laufen so gut, aber sie sind Maschine. Sie haben keine Seele. Und das, was, und auch Menschen. Und das, was die Lungen sind, sind einfach Blasebalge. Und hier die Arme und Gelenke, ja, das sind so Hebel. Und die Nieren sind Filterorgane und das Herz ist eine Pumpe. Herz ist eine Pumpe. René Descartes, der große Philosoph der Aufklärung, der sagte, er ist derjenige, der gesagt hat, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Er hat alles in Frage gestellt. Alles, was vorher war, aber glaube ich, glaube nichts. Aber eins weiß ich. Ich denke, also ich bin. Ich denke, also bin ich. Da sagte Lupo mal, ich stinke, also bin ich. Im Cartoon, sehr weise. Lupo, wunderbar. Ich denke, also bin ich. Und also er brachte das Wesen des Menschen zum Kopf. Da wurde das Denken das Wesentliche und nicht mehr das Herz und die Seele. Und er selber sagte, das Herz ist nichts anderes als eine Pumpe. Und er hat es bewiesen, indem er ein Experiment machte und einen Hund aufschnitt, natürlich ohne Betäubung. Die damalige Doktrin war, wenn alles eigentlich komplizierte Maschinen sind, Biomaschinen, wenn sie schreien und Grimassen machen, wenn sie schreien, das ist wie ein Rad, das nicht geölt ist. Das Rad spürt ja auch nichts. Also man braucht da kein falsches Mitleid zu haben und man braucht nicht die Gefühle übertragen. Also man kann mit Tieren also vivisektionistisch umgehen. Man kann sie verätzen und verschneiden, um den Geheimnissen der Natur nachgehen. Das ist die Erbe zum Teil der Aufklärung. Das hat sich erhalten bis zum heutigen Tag. Es werden weltweit über 100 Millionen Tiere, also angefangen von Mäusen bis Schimpansen, auf den Altären der Wissenschaft geopfert. Für das Wohl der Menschen. Für das Wohl der Menschen, ja.
Ich kann, oder um Medizin zu finden, auszutesten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie aus dem Leiden und aus solchen Praktiken, die für mich schwarzmagisch sind, wie da etwas Heilendes hervorgehen kann. Kann ich mir gar nicht denken. Und Descartes hat einen Hund aufgeschnitten und hat dann den Zipfel des Herzens angeschnitten und seinen Finger reingesteckt und gemerkt, das ist wie so ein Saugapparat. So. Und er sagt, schaut, es ist eine Pumpe. Dieses Weltbild haben wir eigentlich immer noch. Wir haben es immer noch und wir haben das immer noch. Nur ist es komplizierter geworden. Wir sind kybernetisch vernetzte Biomechanismen und das wird dann sehr schön in Worte gekleidet. Aber im Grunde genommen ist es noch dasselbe Weltbild. Und das Hirn ist dann wie der steuernde Computer. Und in der heutigen Zeit denken wir, dass unsere Seele eine Hirnfunktion ist. So denken, einbilden. Und wenn das Hirn tot ist, dann gilt der Mensch als tot. Das wurde in den 90er Jahren, wurde das in verschiedenen Ländern umgeschrieben. Vorher war der Herz tot, galt, da ist der Mensch tot. Aber in den 90er Jahren wurde das Hirntod das Kriterium. Und da konnte man dann Menschen als Organbanken benutzen. Und ein Mensch, wenn er gesund ist, ist bis zu 100.000 Euro wert, wenn man Nieren und alles Mögliche verwertet und verpflanzen kann. Also es ist sehr viel Geld drin. Ja. Und die Sache ist, dass Hirntote, die atmen noch, es gibt Hirntote, die können, es gab hirntote Frauen, die haben noch geboren, Kinder geboren, sie schwitzen, sie haben noch ein Seelenleben, aber sie werden legal als tot definiert und ihr Herz kann verwendet werden bei Herztransplantationen. Also das ist so eine ganz, ganz neue Anschauung der Welt. Und wenn es nur eine Pumpe ist, dann kann man, und es wird dann als Pumpe beschrieben, da habe ich hier einen, man hat versucht, das mit einem Kunstherz zu, man könnte es ersetzen mit einem Kunstherz, da gab es ja in den 80er Jahren irgendjemand, der hat ein Kunstherz und der hat ein paar Tage überlebt und das war eine große Sensation ohne Herz. Oder da ist das Herz als hier ein leitender Herzchirurg bezeichnet es als ein Muskelgewebe, das der im Kreislauf die Funktion einer Druck- und Saugpumpe hat. Das dazugehörige Kanalröhren- und Röhrchensystem erstreckt sich über eine Länge von 100.000 Kilometern. Das Zweifache ist Zweifache des Erdumfangs. Es ist ein kleiner Hochleistungsmotor, eine 580 PS Maschine, und der Durchfluss wird berechnet 7.000 Liter pro Tag und während des gesamten Lebens pumpt das Herz so viel Blut, wie in zwei oder drei Öltanker passen würden. Ist das nicht wunderbar? Aber die Sache ist, man verkennt das göttliche Wesen des Herzens. Und wir leben, und das ist eine Entseelung, und wir leben in einer seelenlosen Welt als Resultat. In dieser seelenlosen Welt ist, wie ich schon sagte am Anfang, die Hälfte der Todesfälle ist Herz-Kreislauf-Versagen. Und das kannte man früher nicht und das kannte man auch nicht bei den Naturvölkern. Da gibt es
Da gibt es Studien. Naja, ich habe wieder zu viele Papiere hier, brauche ich nicht. Da gibt es Studien, zum Beispiel bei dem Cholesterol, bei den Naturvölkern, die Maasai, die essen so viel mehr und haben kein Problem mit Blutfett. Und die Eskimos zum Beispiel. Es gibt, wenn man die Pharmakopeien von Naturvölkern anschaut, da gibt es alle möglichen Heilmittel, pflanzlicher Art meistens, Heilmittel für alles Mögliche. Aber wenn man schaut, kaum ein Herzmittel. Ich habe das kennengelernt bei dem alten Medizinmann Torbrunn, mit dem ich so anderthalb Jahre in den Bighorn Mountains durch die Wälder und Steppe gegangen bin. Und er hatte so Herzstechen. Er ging aber nicht zum Arzt. Diese alten Medizinleute gingen nie zu Krankenhäusern. Für sie waren Krankenhäuser Orte, wo der Mensch stirbt. Und einer der Medizinleute hat sogar das Krankenhaus, das gebaut wurde, hat es veranlasst, dass es geschlossen wird. Und ich sage, wieso? Die helfen doch, versuchen doch zu helfen. Er sagt, nein, sie lieben uns nicht und nur Liebe heilt. So, das war seine Antwort. Und dieser alte Medizinmann Torbol, der hatte Herzbeschwerden. Also es ist sehr schwierig für die Indianer auf dem Reservat. Die waren da reingepfercht. Sie waren abgeschnitten von ihrem traditionellen Leben. Sie waren umgeben von Schnapsverkäufern, Sektenprediger kamen rein. Die Regierung machte alle möglichen Auflagen. Die Kinder wurden diesen Indianern weggenommen, um sie zu zivilisieren. Die Kinder verbrachten Jahre in Regierungsschulen, Boarding Schools, wo sie Schläge kriegten, wenn sie ihre Sprache sprachen. Oder wenn sie ein Cheyenne-Wort sagten, sagte er, dann kam es vor, dass sie Seife genommen haben, ihren Mund ausgewaschen, als ob sie was Schmutziges gesagt haben. Und was man hatte, ist eine weitgehende kulturelle Zerstörung. Und die alten Medizinleute haben versucht, diese Gesellschaft zu erhalten und ihre Lebensweise noch zu halten. Und das war sehr anstrengend. Und jetzt neulich kam ein großer Kohlekonzern und hat den Horizont, der ihnen heilig war, wo sie jeden Morgen ihre Gebete sagen, wo Hügel sind, wo sie ihre Medizinbeutel und wo sie die Plazentas der Neugeborenen begraben haben und das wurde von diesem Kohlekonzern weggebaggert. Und da hat sich der alte Medizinmann dann beschwert bei der Regierung. Das war unter Clinton. Und da ist er dann sogar nach Washington gekommen, um Beschwerde einzulegen. Er sagt, die haben alle gelächelt und waren sehr freundlich. Aber letztendlich wurde doch weiter gebaggert. Und sie sagen, ja, da ist ja nichts Kulturelles. Das ist ja nur Wildnis. Für uns ist die Wildnis heilig. Da haben wir unsere Medizinbeutel, da haben wir unsere Nachgeburten hingetan. In diese Richtung meditieren wir am Morgen. Wir brauchen keine Kathedralen und Gebäude. Das ist heilig. Ihr könnt das uns nicht wegnehmen. Ja, tut uns leid. Wir werden eine Kommission einsetzen, die das Problem bespricht, aber es wurde weiter gebaggert. All diese Sachen, die haben ihn so bedrückt und ich merkte, das ist wie eine Last, die er trug. Auch, dass die Jugend ihnen weggenommen wurde in Schulen, wo sie Dinge lernen mussten, die wirklich gegen den Ethos dieses Stammes ist. Und das hat ihn so bedrückt und er kriegte Herzkrämpfe, Herzbeschwerden. Und ich sagte zu ihm, habt ihr denn keine Medizin? Ihr habt doch so vieles. Ihr habt doch so eine wunderbar ausgebaute Kräuterheilkunde. Er sagte, wir hatten nie Herzprobleme. Ehe wir aufs Reservat kamen und die Lebensweise der Weißen annehmen mussten,
Und ehe wir hier von diesen Wohlfahrtsgaben, wo Mehlüberschüsse, Zuckerüberschüsse werden dann verteilt, Butterüberschüsse, ehe das kam, hatten wir weder Krebs, noch Diabetes, noch Zahnverfall, noch Herzprobleme. Wir haben keine Herzmedizinen. Ich konnte ihm dann sagen, als wir dann da waren, und schauten, da wuchsen viele Weißdorn, nicht unsere Weißdorn, amerikanischer Weißdorn, Crataegus douglasii und so weiter, wuchsen da. Ich sage, ja, also in Europa nimmt man Weißdorn, wenn man so Herzangina hat oder wenn es irgendwie nicht gut geht, nimmt man Weißdorn als Mittel und das musst du als Tee nehmen. Er sagt, was nicht kochen, wir kochen unsere Medizin. Ich sage, nee, das ist nur überbrühen. Er sagt, ja, Medizin muss doch gekocht werden. Ich sage, ja, da gehen doch die Wirkstoffe verloren. Er sagt, was Wirkstoffe ist? Der Geist der Pflanze, der heilt. Man muss die Pflanzen kochen, so wie man die Knochen kocht, um das innere Mark herauszukriegen. Dann ist es wirksam. Ich sage, nee, in diesem Fall nicht. Einfach einen Tee machen und jeden Tag trinken. Und vielleicht hilft das. Und nach 3 Monaten kam er und er sagte zu mir, gute Medizin, gute Medizin. Und das werde ich weitergeben. Er sagt, echte Cheyenne-Medizin. Und er hat diese Medizin weitergegeben. Er war zur gleichen Zeit, war er der Pfadfinderleiter da und die jungen Indianer, die haben sich dann draußen getroffen und die hatten Pfadfinderuniformen, die haben dann Sternbanner gehisst und I pledge allegiance to the flag und alles Mögliche gesagt und Zelte aufgestellt. Und wenn keine Fremden da waren, ich war für sie kein Fremder, weil ich hieß Wolf und ich kam nicht aus Amerika, sondern kam aus einem mystischen Land. Das Deutschland ist für die ein mystisches Land. Und der erste Missionar, der dort war, war ein Deutschsprechender. Und der hat ihnen nichts aufgezwungen, sondern hat ihre Sprache aufgenommen. Und da sind sie sehr dankbar, weil sie dadurch die Sprache, die fast verloren ging, erhalten konnten. Und da hatte ich dann, war ich ein Insider sozusagen. Und er sagte, wenn da keine Regierungsleute sind oder keine Missionare, dann ziehen wir diese Pfadfinderuniformen aus und gehen noch ein paar Berge weiter und da geben wir die alten Stammestraditionen weiter. Und da werde ich denen auch von diesen Kräutern, wo du mir erzählt hast und eben dieses Weißdorn, das werde ich denen erzählen. Da habe ich gedacht, ja habe ich gedacht, wenn da mal ein Ethnobotaniker hinkommt und fragt, ja, für was benutzen Sie denn diesen Weißdorn? Benutzen Sie den? Traditionell haben diese Indianer nur die Beeren genutzt und das in Pemmikan, also mit Büffeltalg und anderen getrockneten Beeren, geknetet als Kraftessen. Er sagt, ja, das nehmen wir hier für Herzprobleme. Und wie machen Sie das? Ja, 3 Tassen Tee am Tag. Und er sagte mir übrigens, hat er mich gefragt, er war einer der wenigen, der tatsächlich lesen und schreiben konnte. Die meisten sitzen in der Schule und es geht an ihnen vorbei. Aber er konnte lesen und schreiben und er sagte, gibt es da Bücher oder irgendwas, das, was du erzählst über die europäischen Pflanzen, die zu uns gekommen sind, wo das da drin steht, wie man sie verwendet. Und ich dachte, da gibt es ja Maria Treben, übersetzt. Das sind ja allgemeine Unkräuter, die jetzt inzwischen auch in Amerika wachsen, habe ich ihnen das Buch, englische Übersetzung von Maria Treben gegeben, verging wieder ein paar Wochen und dann kam er und sagte, das ist Cheyenne-Wissen, das werde ich weitergeben. Das ist Cheyenne-Wissen. Habe ich gedacht, ja, mal sehen, was so ein Ethnobotaniker dazu sagen würde. Und da traf ich vor nicht allzu langer Zeit eine Ethnobotanikerin aus Frankreich, und die Ethnobotanik du Cheyenne du Nord, hat sie geschrieben.
Und da habe ich reingeblättert in ihre Schrift, und das stand da: Weißdorn, 3 Tassen Tee am Tag. Ist das nicht eine fantastische Übereinstimmung, dass die Indianer das genauso machen wie wir? Also, so. Aber Weißdorn ist wirklich eine der allerbesten Herzmittel. Also das muss man schon sagen. Und immer wenn es mit dem Herz anfängt, also das mit dem Herz ist, hat viele, viele Faktoren, Nahrung und so weiter und wenig Bewegung, aber auch wenig Lebensfreude und vor allem Stress. Das ist der Hauptfaktor in der modernen Zeit. Und oft fängt man dann an mit diesem oder jenem Medikament und die Sache wird immer schlimmer. Wenn es anfängt mit dem Herz, dann ist das Allerbeste der Weißdorntee. Und er hilft nicht schlagartig und so fort, sondern ganz langsam verbessert sich die Herzsituation. Es hilft der Durchblutung der Herzkranzgefäße und reguliert das Herz. Und oft ist es nicht mehr, was man braucht, als wie das. Wenn es ein bisschen schlimmer ist, kann man noch Misteltropfen reintun. Mistel haben eine adaptive Wirkung. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, senkt Mistel den Blutdruck. Und wenn er zu niedrig ist, hebt Mistel den Blutdruck. Also das sind gute Anfänge. Aber ich will noch etwas sagen zu dem Kunstherz und den Herzen, dass wir haben ein Weltbild, als ob wir eine Maschine sind. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Seelenwesen mit einem Körper. Wir sind durchgeistet und durchseelt. Und wir sind keine Maschine und wir heilen. Keine Maschine kann sich wirklich selber heilen. Also wir können heilen. Und das ist, sagte mir ein befreundeter Arzt, dieses Selbstheilvermögen ist eigentlich der beste Freund des Arztes. Denn der Körper versucht immer in Richtung des Gesunden zu gehen, immer das Gleichgewicht zu finden, die Homöostasis. Und ich wollte noch sagen, wir sind keine Maschinen, und das Bild einer Maschine, wo wir die Teile austauschen, wie in einem Auto, kann man Herz rausnehmen, Nieren rausnehmen, ja, eine Niere genügt. Warum hat der liebe Gott oder die Evolution uns oder die Mutter Erde uns 2 Nieren gegeben? Hat sicher einen Grund. Oder das Herz rausnehmen und ein anderes Herz reintun, das kann ziemlich problematisch sein. Das mit den Spenderherzen. Und meistens oder sehr oft kommt eine Persönlichkeitsveränderung zustande, wenn ein Herz ausgetauscht wird. Und das in Europa, da darf man eigentlich nicht wissen, wer der Spender ist. Aber in Amerika ist es leichter, und da ist ein Neurologe an der Universität Arizona, Gary Schwartz, und ein anderer Psychoneuroimmunologe, Paul Pearsall, auch an der University of Arizona, und dann noch eine Frau, Linda Rusek in Florida, sind Professoren, und die sind nachgegangen, die haben gemerkt, dass Menschen, die eine Herzverpflanzung hatten, die haben ganz andere Persönlichkeiten entwickelt. Und da gibt Fallbeispiele endlose. Und da ist zum Beispiel, Pearsall berichtet von einer Frau, die vor ihrer Operation kühl und leidenschaftslos im Bett war, danach aber regelrecht nymphoman wurde, stellte sich heraus, dass die beim Unfall umgekommene Spenderin eine Prostituierte war. Ein Mädchen, dessen Herzspender ermordet worden war, träumte immer wieder von ihrem Mord. Und zwar in solch klaren Details, dass mit ihrer Hilfe der Mörder ausfindig gemacht werden konnte. Ein Mann mit Spenderherz nannte
beim Sex seine Frau zärtlich bei einem anderen Namen. Ja, das passiert manchmal, gell? Es stellte sich heraus, es war der Name der Frau des Spenders. Ach so. Eine ehemalige Vegetarierin entwickelte nach der Operation eine Vorliebe für Bier, Chili Pfeffer und Chicken Nuggets. Wie es sich später zeigte, waren das die Lieblingsspeisen ihres Herzspenders. Eine andere Frau, eine militante Lesbe, die bei McDonald's Hamburger grillte, liebte nach dem Erhalt eines neuen Herzens plötzlich Männer und wurde Vegetarierin. Ein Geschäftsmann aus Phoenix war vorher sportlich völlig uninteressiert. Als er nach dem Eingriff wiederhergestellt war, entwickelte er sich zu einem begeisterten Extremsportler. Der Herzspender war bei einem Unfall ums Leben gekommen, ums Leben gekommen war, war ein Stuntman und dessen Freizeitvergnügen Freestyle Climbing, also Klettern ohne Seil und Sicherheitsvorkehrungen war und Fallschirmspringen war. Dann ein Lastwagenfahrer, der kaum lesen und schreiben konnte, der keinen Schulabschluss hatte, kriegte ein Spenderherz und fing auf einmal an, Gedichte zu schreiben und sich literarisch zu interessieren. Der Herzspender war ein Schriftsteller gewesen. Und eine Frau, die vor der Herztransplantation weder Gewalt noch gewalttätige Sprache ertrug, nach ihrer Operation schaute sie mit ihrem Mann Fußball, was sie vorher nie gemacht hatte. Die ist dann immer aus dem Zimmer gegangen und fluchte wie ein Kutscher. Und der Herzspender war Berufsboxer gewesen. Und also ein Junge, der das Herz eines Ertrunkenen bekommen hatte, war vorher eine richtige Wasserratte und jetzt hat er Angst vorm Wasser. Also das sind nicht Einzelfälle, das ist ganz interessant. Und wie erklärt man das? Das Herz ist eben nicht nur eine Pumpe, das Herz ist ein Zentralorgan unserer Seele. Eigentlich sind wir von Kopf bis Fuß beseelt. Sonst, wenn wir auf eine Reißzwecke treten, würde es nicht wehtun. Seele empfindet Schmerz, Seele empfindet Freude. Seele hat Zuneigungen, Seele hat Abneigungen. Die Seele ist voller Emotion. Emotion heißt bewegt. Die Seele ist bewegt. Der ganze Körper macht seelische Erfahrungen und ist beseelt. Jedes Organ ist ein Zentrum der Beseelung. Das hat man im Mittelalter noch gewusst, wo man sagt, ja, joviale Menschen, die gerne trinken und gerne essen, die haben einen starken Jupiter und er ist konzentriert in der Leber. Oder so Flatterwesen, die hier und da sind, die haben einen starken Merkur. Und das ist so Lunge und Lymphe und so weiter. Und Herzmenschen haben Mut, die in ihrem Herz zentriert sind. Also jedes Organ ist eigentlich ein Seelenorgan und jedes Organ macht im Leben Erfahrungen. Es ist nicht nur unser Kopf, der beseelt ist. Der Kopf wurde dem Mond zugerechnet, der das Licht der Sonne spiegelt. Der Mond oder die Mond und Mind gehören übrigens sprachlich zusammen. Mond und Mind, also der Kopf spiegelt, was in den Tiefen, in der Seele, in den anderen Organen vorgeht und eingelagert ist, unbewusst eingelagert, spiegelt es und kann es zum Bewusstsein bringen. Das ist auch die Erfahrung von Yogis, die in die verschiedenen Organe hinein meditieren. Das sind Erfahrungsorgane. Und wenn man so ein Organ herausschneidet und jemand anders hineinpflanzt, dann hat dieser Mensch Organerfahrungen, Seelenerfahrungen, die mit transplantiert werden. Das wird heute ausblockiert, das passt einfach nicht rein, weil sonst hätte man überhaupt keine Herzspender oder so mehr.
Aber das geht noch weiter. Das ist so, dass das Herz, das erinnert sich. Da ist interessant, es gibt auch einen Psychologen und Therapeuten in Amerika, der für Menschen, die transplantiert sind und Schwierigkeiten haben, mit den neuen Organen zurechtzukommen, psychisch behandelt er sie und oft bringt er sie in hypnotische Regression. Und da sagt einer der Patienten, ich hatte zunehmend das Gefühl, dass der Geist oder die Persönlichkeit meines Spenders ein Stück weit weiter in mir weiterleben. Oder ich hatte das Gefühl, dass mein Ich-Gefühl war zu so einer Art Wir geworden. Und ganz interessant fand ich, wie im Fall einer Organtransplantation schreibt dieser Therapeut William Baldwin, er sagt, er hat diesen Transplantierten, der Schwierigkeiten hatte mit seelischen Schwierigkeiten, hat ihn in eine hypnotische Regression gebracht. Und da sagt dieser Mensch in diesem Zustand aus und sagte, die Stimme änderte sich und da sagte die Stimme, meine Nieren, die gingen hierhin, meine Leber ging dorthin, mein Herz noch woanders hin. Ich folge meinem Herzen, denn da ist, wo ich lebe. Also es ist, als ob die Seele des Spenders mit hineinfolgt in den Körper des Empfängers. Also da kommen wir an ziemlich schwerwiegende metaphysische Grenzen. Das erste Mal, als ich das erlebte, als mir das gewahr wurde, war ich da in meinem Garten und ich schaute raus und plötzlich erschien hinter den Zaun, den wir da haben, aus Brettern gemacht, damit die Rinder, die auf dieser Niederalb da herumrennen, dass die nicht in meinen Garten gehen. Und hinter den Brettern schaut auf einmal so ein Hut hervor und dann kam der Kopf raus und so große Augen. Und diese Person sagte, hallo. Und ich sage, hallo? Ich sage, ja, was wollen Sie? Ich sage, ich bin auch ein Schamane. Ich sage, ja, und? Ja, und? Ja, und was wollen Sie? Ja, ich will Liebe und Frieden in die Welt bringen. Oh ja, wunderbar. Und sonst? Ja. Und dann kamen wir so langsam ins Gespräch und es stellte sich heraus, er hatte totales Nierenversagen gehabt und lebt von Spenderniere. Und er hat große Schwierigkeiten damit gehabt. Und was er fragen wollte, gibt es irgendein Kraut oder ein Heilmittel, das es mir leichter macht mit diesen fremden Nieren? Naja, meistens fällt mir nichts ein, aber da wuchs gerade nebenbei die kanadische Goldrute und fing an zu wackeln und sagte, hallo, hier bin ich. Und er sagte, ja, hier, das, nimm das mal und probier das. Und da hat er das mitgenommen. Ich habe ihn 3 Jahre später getroffen, zufällig bei einem, es war so ein Seminar in der Pfalz. Und da war er da und er sagte, er ist sehr gut gefahren mit diesem Kraut, hat ihm gut getan. Sehr gut. Und das war ein ganz interessantes Seminar. Es hat sehr viel mit Nieren und Goldrute zu tun gehabt. Und am Abend saßen wir am Lagerfeuer und er saß mir gegenüber. Und ich schaute darüber und ich merkte, dass wie ein anderes Wesen durch ihn hindurchblickt, auf die Runde. Und ich dachte, ja, der ist Schamane mit so einem Randerlebnis nahe des Todes. Hatte ich keinen Zweifel daran, dass er wahrscheinlich ein Schamane ist und er den Leuten tatsächlich hilft. Er ist so weit an den Rand gegangen, er kann hineingehen mit und Menschen, die in dem Zustand ist, kann er helfen und ihnen was sagen. Er war ein Schamane in dem Sinn.
Und ich dachte, ja, das sei eines seiner Hilfsgeister, der da sich bei ihm manifestiert. Und dann später habe ich ihn gefragt, da war ja jemand bei dir, war das ein Hilfsgeist oder so? Ich sage, nee, weiß ich nicht. Und dann wurde mir klar, das war die Persönlichkeit, die mit den Nieren verbunden ist. Solange ein Organ noch lebt, kann diese Seele, die Spenderseele, nicht wegreißen. Wenn die Spender ganz nahe sind in der Familie und es ist aus Liebe und so, dann ist es verständlich. Aber oft sind es hingerichtete chinesische, das ist ein großes Einkommen gewesen für die Chinesen. Offiziell waren 10.000 Chinesen, die wurden hingerichtet, und da war gleich die Ambulanz und die Chirurgen daneben, und die haben diese frischen Organe, tschak, 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 raus. Aber Herzen haben sie nicht hierher, weil das ist zu weit, der Flug ist zu lang. Man kann das Spenderherz nicht so lange außerhalb halten. Aber andere Sachen, Nieren und was nicht, Lebern und so, das ist ein großes Geschäft geworden. Und in so einem Fall, da lebt doch noch etwas weiter. Und wenn es so ist, dass die Seele verbunden ist mit allen Organen und eins lebt noch, das kann ja sehr gut sein, dass der Geist nicht weggehen kann. Das hat man in Indien, da werden ja die Toten öffentlich verbrannt. Aber man darf kein Foto machen, denn es soll nichts bleiben, wo die Seele haftet. Die soll sich vollkommen frei lösen können von dem alten Leben. Das sind so einige ethische Überlegungen, die man in Bezug auf Herz und Herzspenden hat. Ja, ich weiß nicht, ich hätte noch eine Menge Geschichten, ich weiß nicht, wie spät es ist. Wir können eine Pause machen. 20 Minuten gibt es noch Interessantes von Ihnen, und anschließend werden noch Bücher signiert. Es gibt ja so viele Allergien heutzutage, Heuschnupfen, Pollinosis, Heufieber oder wie das alles heißt, allergische Rhinitis und dergleichen, und man ist verdächtig, die Natur ist so böse, die mit diesen Pollen und so weiter. Als schlimmster Verursacher wird die sogenannte Ambrosie ausgemacht. Das auf Deutsch heißt die beifußblättriges Traubenkraut. Und da hat schon jemand die gesehen? Kaum jemand. Oh ja, ja, gut. Da gibt es auch Initiativen, um es auszurotten. Da gehen Leute, werden geschult, da habe ich gerade gehört, auch in der Schweiz, geschult, um es zu erkennen und auszurotten. Leider wird sehr oft der Beifuß erwischt, weil die Leute wirklich nicht wissen, wie es aussieht. Die Ambrosie, die kannte ich schon in Ohio, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin im ländlichen Ohio aufgewachsen, und da gab es und die wuchs überall. Das ist so eine Art Pionierpflanze, auf Brachfeldern und entlang Straßen wächst sie dort. Sie braucht kontinentales Klima. Sie braucht kontinentales Klima, das heißt heiße, extrem heiße Sommer und eiskalte Winter. Und deswegen gibt es die hier kaum. Es sei denn, mit Vogelfutter kommt sie, und die wächst dann beim Vogelfutterhäuschen. Die wuchs bei mir am Vogelfutterhäuschen hier im Allgäu. Ah, habe ich mich gefreut. Meine liebe Ambrosia-Pflanze, aber es war zu kalt für sie. Weiter im Osten, in Ungarn, wächst sie. Da habe ich sie nach der Wende kennengelernt. Da hatte ich eine Kräuterwoche im ländlichen Ungarn. Und da habe ich sie gesehen und habe mich riesig gefreut, denn sie erinnerte mich an unbeschwerten Kindertagen, wo man ausgezogen ist ins Land. In Amerika war herrlich, denn da hat man 3 volle Monate Ferien im Sommer.
Und ja, da hilft man vielleicht den Bauern, um ein bisschen Geld zu verdienen, oder man stromert herum. Und da wachsen die Unkräuter so riesenhoch, die schlitzblättrige Rudbeckia, die ja hier auch ein Neophyt ist, besonders in so in Mitteldeutschland. Und die Riesenambrosie und dann die beifußblättrige. Und die Stängel im Herbst kann man nehmen, da haben wir dann gefochten damit, oder mit dem Riesenambrosie, die eigneten sich wunderbar zum Speerwerfen. Da waren wir Ritter und da waren wir Indianer und wir haben die Pflanze geliebt. Kein einziger Mensch hatte dort Heuschnupfen, obwohl eine ganze Menge Heuschnupfen da, eine ganze Menge von diesen Pflanzen da wuchs. Kein einziger hatte Heuschnupfen. Das Heuschnupfenproblem gab es eigentlich früher überhaupt nicht. Das Heuschnupfenproblem ist bei Menschen, die in Städten wohnen, viel schlimmer als wie die, die auf dem Land wohnen. Das sollte ja eigentlich umgekehrt sein. Früher gab es Heuschnupfen nicht. Heuschnupfen wurde um 1820 von einem britischen Arzt entdeckt. Bostock, glaube ich, hieß der. Und er sagte, dass Heuschnupfen, er beschrieb, gab die klinische Beschreibung, so die Nasen und rote Augen und so weiter, Schnupfen und so. Und er beschrieb das und er untersuchte bei allen seinen Patienten und er fand unter Tausenden ganz wenige, die dieses erlitten. Er nannte es Sommerschnupfen, Influenza Evestus, also Sommerinfluenza. Er mochte nicht den Namen Bostrocks Krankheit, weil er wollte da nicht assoziiert werden. Und dann zuletzt hieß es dann allergische Rhinitis. Aber und er beschrieb diejenigen, die es hatten, und das waren nur die wirklich Zivilisierten, die feinen, die ästhetischen, grazilen Menschen, nicht die primitiven Menschen, die hatten das. Und es stellte sich heraus, es war eine Krankheit der oberen Klasse. Und in den 1850 herum wurden Heuschnupfengesellschaften gegründet und Heuschnupfenkliniken gab es. Und da konnten nur die oberen 10.000 hin. Es galt als eine feine Krankheit. Und in Amerika, die Heuschnupfengesellschaft, da habe ich eine Abschrift und da heißt es, Bauern und Arme und schon gar nicht die Neger in den Südstaaten haben Heuschnupfen. Und dann schrieb ein britischer Arzt, eigentlich ist Heuschnupfen eine Auszeichnung der fortgeschritteneren, intellektuellen, zivilisierteren Klassen. Was das besagt, ist, dass in Menschen, die hauptsächlich in den Räumen, in Zimmern, die von der Natur sehr entfremdet sind, lebten, und die hatten diesen Heuschnupfen. Der Heuschnupfen hat im letzten Jahrhundert, also von 1920 an, gewaltig zugenommen. Und es scheint so zu sein, dass das Immunsystem kommt einfach nicht mehr richtig klar damit, was früher nie ein Problem war mit dem Pollen. Und zwar, glaube ich, ist das so, weil das Immunsystem so praktisch arbeitslos geworden ist. Wir leben erstmal so steril, wir werden so geimpft als kleine Kinder schon, ehe das Immunsystem sich richtig entwickelt hat, werden wir schon geimpft und bei jeder Möglichkeit von einer Entzündung gibt es Antibiotika und da ist das Immunsystem so, dreht einen Daumen, was habe ich im Leben zu tun? Es muss doch einen Grund geben, dass es mich gibt. Und dann kommt ein Pollen daher und so, ha, das ist es, ja. Und das ist nämlich eine ganze Abwehrreaktion. Das ist ein Teil des Abwehrsystems, dass die Nase läuft, da werden Eindringlinge rausgebracht oder dass man fiebrig wird und dergleichen. Es ist nichts anderes, meiner Ansicht nach,
als ein Symptom der massenweise gestörten Immunsysteme. Es ist ein kulturelles Problem, es ist ein iatrogenes Problem und die Ambrosie oder Traubenkraut ist sozusagen ein Sündenbock. Und wenn man dann sieht, das Traubenkraut, wenn man das Pollenkörnchen, Staubkörnchen unter dem Elektronenmikroskop sieht, das sieht aus wie ein Morgenstern. Also es ist so rund und hat lauter kleine Zacken. Und wenn man dann hier für Medikamente Reklame macht, kann man das vergrößern. Und dann schauen Sie mal, das geht in die Nase. Kleine Morgensterne. Morgensterne ist, was man im Mittelalter hat. Das hatte man dann so an einer Kette und wirbelte und hat dann Feinden das Schädel eingeschlagen. Das ist der Morgenstern. Dann lauter Nano-Morgensterne in der Nase, ist doch schrecklich. Also das sehe ich eigentlich als ein kulturelles Problem und nicht ein Problem in der Natur. Und wie geht man damit um? Ja, da gibt es verschiedene Theorien und eine ist, dass man Pollen isst, also dass man sich oder dass man so Gewöhnungstherapie macht. Und da waren zwei an der ethnomedizinischen Tagung in München waren zwei Medizinleute, also ein Gangas aus Uganda. Ein Ganga sind so schamanisch arbeitende Mediziner. Und er sagte, der Körper, wenn bei Heuschnupfen ist falsch programmiert und die Seele reagiert drauf. Man kann das umprogrammieren und man kann zum Beispiel einfach in die Wiese gehen und tief einatmen und sagen, ah, das tut mir gut. Und vielleicht noch ein paar Ambrosien, aber ist leider illegal, im Garten anpflanzen. Ich habe es versucht, aber es ist zu kalt hier. Also das zum Thema Allergien. Ja, ja. Über das Meerträubchen gewusst, über die Ephedra, habe ich das nicht fair. Das ist, was die Mormonen trinken. Es ist so eine Art Urpflanze. Es ist ein ganz primitiver Blühender und wächst. In Nordamerika gibt es Arten, in Asien gibt es Arten und es braucht mediterranes Klima, im Tessin wächst es. Und als Tee wirkt es wirkt auch entspannend. Bei Emphysemen wird es sehr gerne eingesetzt, da können die Leute besser atmen. Es steigert den Blutdruck und es macht sehr wach. Es ist eine natürliche Amphetamin. Also man kann da wirklich in Gang kommen und es heißt, es ist ein weibliches Aphrodisiakum. Also da hat Claudia Müller-Ebeling, das ist die Frau von Christian Retsch, die ist auch eine Ethnobotanikerin und Kunsthistorikerin, und die ist dann mal zur Apotheke gegangen und hat Meertäubel oder Ephedra kaufen wollen und die Apotheke, ja, was wollen Sie denn das? Sie hat es nicht gekriegt. Aber hier in Baden-Württemberg konnte man oder kann man das noch kaufen. Es ist, also schmeckt nicht so besonders gut, aber es macht wach. Es macht wach und ja, also mehr kann ich also nicht dazu sagen. Ja. Sonst irgend noch Fragen? Was sehr gut tut bei Gelenken und Gelenkschmerzen sind, also von der phytotherapeutischen Seite, sind Abkochungen von dem Ackerschachtelhalm. Das gibt es auch in Apotheken. Und das hilft, die Synovialflüssigkeit und Knorpel und so wieder aufbauen, wenn es daran liegt. Also es muss aber eine Abkochung sein, da löst sich die Kieselsäure. Das ist gut. Manchmal ist Beinwellsalbe oder bei akuten Situationen
Beinwell, frische Beinwellwurzel geraspelt. Kennt ihr Beinwell? Das heißt dann auch Comfrey und so weiter, aber ist eigentlich das alte Beinwell, und das Beinwell kommt, ist aus dem Altmittelhochdeutschen, Bein heißt Knochen und Well heißt Wallen, und Wallen ist heilen. Es heilt die Knochen. Im Englischen heißt es auch Knit Bone, neben Comfrey. Comfrey ist ein neueres Wort. Knit Bone ist, strickt die Knochen wieder zusammen, wenn es um Knochenbrüche geht. Aber auch bei so Gelenkproblemen ist das sehr gut. Und was noch sehr, sehr gut ist, da bin ich drauf gekommen in den Recherchen über die Borreliose, und zwar die Karde. Die wurde traditionell eingesetzt bei arthritischen und rheumatischen Beschwerden. Und die Kardentee, Wurzeltee oder Kardentinktur. Und die wurde seit den Griechen, Dioskorides schreibt das zum Beispiel. Hildegard von Bingen schreibt von der Karde, sie treibt das Gift aus dem Körper. Also sie reinigt, treibt Gift aus dem Körper. Vielleicht hilft es deswegen bei Borreliose, denn das Problem bei der Borreliose sind die Endotoxine, die von den Spirocheten erzeugt werden, oder Zelltrümmer von sterbenden Spirocheten und dergleichen. Und diese lösen im Körper entzündliche Reaktionen aus. Und das geht auch oft in die Gelenke. Und da ist die Karde, die Weberkarde, Dipsacus silvestris oder so, immer eine gute Hilfe. Diese Pflanze ist geriet in Vergessenheit, aber wurde wiederentdeckt. In Amerika wurde sie wiederentdeckt von einem Kräuterkundigen namens Matthew Wood, der in der chinesischen traditionellen Medizin und der Homöopathie bewandt ist. Und er hat das dann bei Borreliose-Patienten und Leuten, die kaum mehr laufen konnten, hat er das angewendet. Und diese Pflanze kommt, zum Teil kommt sie sogar den Menschen in den Träumen. Hier war eben eine Person da, die sagte, ist es nicht so, dass die Pflanzen die Menschen suchen? Ja, von einem empirischen, wissenschaftlichen Standpunkt ist das natürlich absoluter Quatsch. Und ich war lange genug an der Universität, dass ich gedacht habe, ja, es ist Aberglaube. Ist nett, aber es ist Aberglaube. Immer wieder kommen Leute in meine Kurse und die sagen, ja, da wächst ein Unkraut und so. Und ja, und es stellt sich oft heraus, dass es genau das, was sie brauchen. Und da eine Frau erzählte mir von ihrer Mutter, eine begeisterte Gärtnerin. Und die hatte, was hatte sie, irgendwelche Nierenprobleme oder so, ich weiß nicht mehr was. Und ein Unkraut war da, das ärgerte sie grundlos und sie konnte das nicht loskriegen. Und zufällig blätterte sie mal an einem Buchladen durch Maria Trebens Kräuterbuch und da war ja das gehasste Unkraut. Und dann las sie, das ist ja genau das, was mein physisches Leiden ist. Und sie hat dem Rezept gefolgt und wurde davon befreit. Die Indianer sagten mir, der indianische Medizinmann sagte mir, die Pflanzen sind nicht nur Gegenstände, die zufällig Wirkstoffe akkumulieren, sondern die Pflanzen sind geistige Wesenheiten, die hier ihren Körper haben. Also der Gänseblümchengeist ist mit jedem Gänseblümchen verbunden. Aber der Gänseblümchengeist, der ist auf einer anderen Ebene. Also er schaut auf die Gänseblümchen und der schamanische Heiler oder der Pflanzenkundige geht auf diese andere Ebene. Er bleibt nicht an dem Messen und Wägen und Analysieren der einzelnen Blütchen hängen, sondern er geht auf diese andere Ebene. Das ist ein schamanisches Können oder eine Art Meditation und kann dann mit diesen Pflanzen kommunizieren, und die erscheinen dann meistens als kraftvolle, mächtige Wesen, aber sie inkarnieren sich anders wie wir, aber wir können mit ihnen kommunizieren. Und dieser Indianer sagte mir, die Pflanzen suchen ihre Menschen,
Die Pflanzen befreunden sich mit Menschen. Die Pflanzen sind geistige Wesenheiten. Das sagte auch Goethe irgendwann mal. Pflanzen sind physisch, sind sinnlich, übersinnliche Wesen. Ja. Und in dem Sinn kann es gut sein, dass die Pflanzen einen kontaktieren. Entweder in den Träumen oder man denkt oder man stolpert immer wieder über die Pflanze, wenn das der Fall ist. Oder man hat eine Abneigung und sagt, ah, da ist dieses Kraut wieder. Das will einen was sagen. Und da sollte man dann hineingehen und vielleicht hat man dann auch die richtige Pflanze, die man braucht. Nur muss man dann geistig sehr klar sein und nicht anfangen zu spinnen. Das ist eines der großen Probleme bei den Esoterikern. Die stellen sich dann Sachen vor und imaginieren Verbindungen, die nicht da sind. Dann lieber keine Kommunikation, aber ehrlich. Denn die Kommunikation, wenn man klar ist und sich nicht blockiert mit allen möglichen Fantasien, das ist wie, um es ganz grob zu sagen, der junge Mann, der hier so gerne eine Freundin hätte und dann hat er sein Playboy-Foldout und so weiter und er hat dieses vorm Gesicht und sieht die wirkliche Frau gar nicht. Also so ist das mit sehr vielen esoterischen Sachen. Wenn er oft zu viel gelesen wird, es wird so viel geistiges Junkfood in die Welt gebracht heutzutage. Also mir wird manchmal speiübel, wenn ich in Bücherläden gehe, wo es sogenannte spirituelle oder esoterische Bücher sind. Vielleicht 5% sind wirklich gut. Da findet man vielleicht etwas Kostbares, Echtes über Schamanentum oder wirklich einsichtsvoll. Aber der Rest kann man vergessen. Es blockiert nur. Leer werden, das habe ich auch von den Indianern gelernt. Wenn sie in die Natur gehen, die haben keine Gedanken. Die brauchen gar nicht mal zu wissen, wie eine Pflanze heißt. Sie sind aber so vollkommen leer und sie haben nicht diesen dauernden Dialog. Ach ja, das war ja ein interessantes Fernsehprogramm gestern oder so. Oder wenn ich mit Leuten Kräuterwanderungen mache, die reden mit einem Blablabla. Dann sage ich, hey, warte mal, ist das nicht eine schöne Pflanze? Oh ja, sehr schön, was ist denn das? Gut, Name geschnallt, fertig. Innehalten, leer werden und dann wird man wirklich erfahren, dass die Pflanzen uns etwas sagen. Sie resonieren mit uns, es gibt eine Resonanz und dann kommen sie vielleicht mit einer Eingebung oder mit einer Eingebung. Und das ist dann manchmal interessant, da hat man so eine Eingebung und dann einfach durch Zufall sieht man ein altes Buch und da steht drin, das ist ja genau das oder so. Also das ist, unsere Welt ist weiter, als wir in unseren Schulen lernen. Wir lernen nur, deswegen nennt man unsere Wissenschaft reduktionistisch, weil sie reduziert sich absichtlich, weil sie Angst hat vor diesen anderen Sachen, hat Angst, sich zu verlieren. Und deswegen wird in dieser Wissenschaft wird das Seelische und das Einmalige und ausgeklammert, denn da hat man keine Kontrolle. Das ist in einem kontrollierten Experiment. Muss das alles wiederholbar sein? Und es muss logisch und sein und empirisch, also für die Sinne. Aber was darüber hinaus ist, wird weggetan. Und so kommt man dann auf ein Herzbild, wo das Herz dann nur noch eine Pumpe ist. Und wer heutzutage glaubt wirklich, dass das Göttliche in uns, in unserem Herzen lebt oder leben kann, das haben die früher geglaubt, aber wir wissen, es ist ja nur eine Pumpe. Oder was wir gemacht haben, wir haben nicht nur die Welt entseelt, es gibt keine Elfen und Naturgeister mehr in diesem Weltbild, tote Materie, und es gibt in uns auch nichts mehr. Und das ist ein krankmachendes Weltbild. Und es ist Zeit, wieder den Zauber zuzulassen. Und da braucht man nicht fantasieren, man muss nur still sein und hören. So. Ja. Gut. Ja. Sie hatten am Anfang etwas am Rande die Osteoporose.
Ja. Ich habe am Anfang die Osteoporose erwähnt, und zwar, dass Cholesterin also wichtig ist. Das hilft, dass das weniger stattfindet. Osteoporose ist auch so wieder so ein sehr moderne Krankheitsgeschehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass so Pflanzen wie eben der Ackerschachtelhalm ist hilfreich in dem Fall. Also mehr kann ich dazu nicht sagen jetzt. Ja? Was kann man gegen Ekzeme machen? Gegen Ekzeme? Ja, das, da muss man hier ja, entweder so gut auf Diät achten und so Sachen wie sehr gut Nachtkerzenöl, das sind ungesättigte Säuren, Gamma-Linolensäuren, und das kann man von innen heraus. Brennnessel-Tee ist gut, also es soll so eine Art inneres Säubern, das da helfen würde. Und dann muss man auch vielleicht mal meditieren und sagen, was passiert, was will man loswerden. Es heißt, die Haut ist die Anklagefläche der Seele. Also mehr kann ich da auch nicht sagen. Ah, zum Drüsenspringkraut. Ja, das kommt aus Kaschmir, aus Indien. Und das ist natürlich heute ein gefürchteter Neophyt, der überall alles überwuchert und wegdrängt, meint man. Ich denke, es gibt eine Weisheit in der Natur, warum die Pflanzen überhaupt zu uns kommen und warum sie da wachsen. Und oft wachsen diese Pflanzen auf gestörten Böden. Und das ist auf gestörten Böden. Ich sehe, bei uns im Wald, da wächst sie, aber nur, wo Kahlschlag stattgefunden hat. Wo die Bäume nachwachsen, da nimmt das drüsige Springkraut wieder ab. Und das drüsige Springkraut ist ja eigentlich eine ganz wunderschöne Pflanze. Als sie kam, hat man sie die Vorstadtsorchidee oder die Orchidee des armen Mannes genannt. Und sie kam zuerst nach England, wurde sie gebracht, und im Allgäu erschien sie Anfang der 90er Jahre. Und da kam eine Bäuerin aus dem Tal und die hatte einen ganzen Karton und in kleinen Joghurtbecher winzige, also so gekeimte Springkrautsamen und sagt, ich habe ein wunderbares, fleißiges Lieschen gefunden, das wuchs in meinem Garten, sie hat alle damit beschenkt. Ich habe es mir aber nicht gepflanzt, weil ich es schon kannte, aber ich habe mal den Imker gefragt bei uns oben, der da seine Bienenstöcke hat. Ja, sagen Sie, was meinen Sie vom drüsigen Springkraut und den anderen Neophyten? Und er sagte, ich danke Gott dafür, denn die produzieren so viel Nektar und auch zuckerhaltigen Pollen, dass er kaum oder viel weniger hinzufüttern muss. Denn im Herbst ist alles so gemäht und wir benutzen so viel Herbizide und dergleichen, dass die Bienen und Hummeln hungern. Also wenn man sieht, die Weiden sind abgemäht, und ich kenne die Bauern ja gut genug, da lässt man nicht so gerne einen Streifen. Da ist ja noch eine Handvoll, noch ein bisschen Futter fürs Vieh. Man mäht bis zum Straßenrand. Und die Felder mit diesen schrecklichen Monokulturen, die werden ja auch mit Herbiziden behandelt. Viele dieser Neophyten, das sind die Pflanzen, die jetzt zu uns kommen von irgendwoher und die wuchern, das sind wie Lückenfüller. Die Erde will nicht blank oder nicht nackt sein, sondern sie will sich immer mit einem grünen Kleid bedecken. Und da kommen dann diese. Und ich habe mir so ausgedacht, mit dem drüsigen Springkraut zum Beispiel oder auch den großen Doldenblütler, der mit der Herkulesstaude, sind herrliche Bienenweiden.
Und irgendwann mal, da haben die kleinen Insekten, die Bienen und Hummeln und so weiter, die haben gesagt, das geht doch nicht, wir verhungern. Wir müssen die Frau Holle fragen. Und da haben sie ein großes Treffen gehabt. Die Indianer würden Powwow sagen. Trommeln können sie nicht, aber die haben... Und die Frau Holle, die saß da unten und das klang, wer macht denn da Ohm? Dann kommt sie raus. Oh. Na, Kinderchen, was ist denn mit euch los? Dann sagt, ja, wir haben nichts zu essen. Liebe Frau Holle, hilf uns. Ja, kein Problem. Ich hol mal hier meine Berserkerpflanzen und dann drüsige Sprinkler. Und aus der Heimat Josef Stalins kam die Herkulesstaude. Und neuerdings aus Südafrika, das ist ein Kreiskraut, das schmalblättrige Kreiskraut, das man heutzutage seit den letzten 3-4 Jahren entlang der Autobahn im Herbst, alles gelb, wunderschöne Blüte. Ja, da sind die Naturpuristen sehr verärgert, dass die kommen. Aber plötzlich haben diese Insekten etwas zu essen und die sagen, danke Frau Holle. Denn nicht nur Menschen sind ihre Kinder, sondern auch die anderen Geschöpfe. Also so könnte man das auch sehen. Gut, dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein wunderschönes Osterfest. Das Wetter ist ja herrlich. Und nehmt euch Zeit, in der Osterzeit mal in so eine blühende Wiese zu liegen. So, tschüss. Lieber Herr Storm, herzlichen Dank. So, nochmal herzlichen Dank. Ich denke, auch zwischen den Flugzeugen war es spannend, interessant. Sie haben vorher gesagt, hier steht Wein. Ich weiß, Sie sind ein Liebhaber von naturtrüben Bier. Das machen wir ein anderes Mal, das haben wir schon ausgemacht. Heute Ihnen zu Ostern einen guten Dornierwein. Ihnen allen ein schönes Osterfest. Herzlichen Dank an Sie und Dankeschön für Ihr Kommen. Guten Abend. Thank you.